Für die Entwicklung der Volkswirtschaft in unserem Kanton sind gute Verkehrsanbindungen das A und so. DML leitet zusammen mit der S-Bahn St. Gallen und dem Ausbau im Fernverkehr Basis für ein erheblich verbessertes ÖV-Angebot im ganzen Kanton. Und weil auch wir den Gürtel enger schnallen müssen, ist es umso erfreulicher, dass man mit der DML mehr Bahn für gleich viel Geld oder umgekehrt gleich viel Bahn zu einem tieferen Preis bekommt. Ich sehe in der DML die einmalige Chance, das Angebot der Appenzeller Bahnen langfristig zu verbessern. Eine Chance, die in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr wird möglich sein. Aufgrund der geografischen Lage ist Appenzell weder auf der Schiene noch auf der Strasse verwöhnt. Mit der neuen Durchmesserlinie wird Appenzell viel schneller erreichbar werden. Wir können auch zum Beispiel den Flughafen Kloten 20 Minuten schneller erreichen. Aber auch für die Wirtschaft ist die Verbindung sehr wichtig. Ganz speziell auch für einheimische Betriebe oder auch zugezogene Betriebe wird es einfacher sein, qualifizierte Mitarbeitende können zu rekrutieren. Und nicht zu vergessen, auch den Nutzen der touristischen Gäste. Von denen lebt ja auch ein grosser Teil von unserem einheimischen Gewerbe. Ich erfahre im wahrsten Wortsinn fast täglich den ÖV in unserer Region. Es sind oft Fahrten nach St. Gallen oder Bern, vom Vorderland her genauso wie vom Mittelland oder vom Hinterland. Ich weiss also um den Wert eines guten ÖV-Netzes. Und ich bin überzeugt, dass Durchmesserlinien eingebettet in das bestehende ÖV-Netz für die Zukunft unseres Kantons ein grosser Gewinn sein wird. Die ÖV-Landschaft in der Ostschweiz hat verschiedene Kapazitätsengpässe, die attraktive Reisezeiten und Fahrpläne verunmöglichen. Darum hat die Ostschweizer Kantone, ein Konzept erarbeitet, aus dem sich verschiedene Schlüsselvorhaben ableiten. Ein Projekt ist die S-Bahn St. Gallen 2013. Ein anderes wichtiges Projekt ist die Durchmesserlinie der Appenzellerbahnen. Das ist für uns sehr wichtig, weil das auch Grundlage ist für Wirtschaftswachstum und die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Gute Verkehrserschliessung ist dabei zentral. Für uns von Appenzellerland Tourismus sind die Appenzellerbahnen in zweierlei Hinsicht ganz ein wichtiger Partner. Einerseits sichert die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr für unsere Feriengäste. Andererseits sind sie ein wichtiger Zubringer zu den touristischen Attraktionen im Appenzellerland, wie zum Beispiel die Luftseilbahnen, für unsere Feriengäste vor Ort, aber auch für die zahlreichen Tagesausflügler in der Region Ostschweiz. Ich bin überzeugt, dass der Tourismus im Appenzellerland eine attraktive und zeitgemäße Appenzellerbahn braucht. Düffen mit seiner schönen Wohnlage und der Stadtnähe ist attraktiv für Einwohner und Neuzuzüge. Bei der Wahl des neuen Wohnorts ein wichtiger Faktor sind die ÖV-Anbindungen. Dieser Standortvorteil kann wesentlich verbessert werden mit dem DML-Projekt. Nämlich, man kann neu ohne Halt bis zum Marktplatz in der Stadt durchfahren und die Anschlusszeiten an die Fernverbindungen werden deutlich verbessert. Aus familiären Gründen freut es mich, wenn unsere Tochter zukünftig, die im Rollstuhl ist, kann ohne Hindernis nach Düffen fahren kann. Heute fährt die Appenzellerbahn an vielen Orten direkt entlang der Strasse. Das führt vor allem im Quartier Riedhäusli zu gefährlichen Situationen und zerschneidet auch das Quartier. Mit dem neuen Projekt können wir einerseits ein Sicherheitsproblem lösen, aber auch das Quartier aufwerten. Zudem werden die Appenzellerbahnen attraktiver, was die Leute auch mehr motiviert, mit der Bahn in die Stadt zu fahren. Und so haben wir auch weniger Autoverkehr im Quartier. Das wiederum führt zu mehr Lebensqualität. Mobilität hat für Menschen mit Behinderung eine ganz besondere Bedeutung. Im Alltag stoßen wir immer wieder auf Hindernisse. Und jetzt mit der Durchmesserlinie der Appenzellerbahnen wird das besser. Es gibt neue Züge, Niederflurzüge, die erlauben, dass man einen geraden Einstieg hat, also mit Rollstuhl, auch Gehbehinderten, ebenerdig einsteigen kann. Das ist für uns Behinderte gut, aber auch für ältere Personen
oder für Familien mit Kinderwagen, wo es dem viel leichter geht. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden ist traditionell prägt durch seine Streusiedlung. Wenn die Innerrhoderin der Innerrhoden von A nach B kommen will, ist man darum auf das Auto angewiesen. Und gleich braucht auch unser Kanton ein attraktives ÖV-Angebot. Die Vision muss sein, in einer halben Stunde von Appenzell auf St. Gallen kommen und wieder zurück. Mit dem Projekt Durchmesserlinie können wir dieser Vision ein wichtiges Stück näher. Und dazu erreichen wir das Ziel, dass die Appenzellerbahn attraktiv sein kann, indem sie bei gleichbleibenden Betriebskosten mehr Fahrgäste befördern kann.